Ja, hallo YouTubers. Ja. Ja, ihr sitzt vielleicht jetzt wie ich hier vorm Computer. Wollt das ein oder andere Video ansehen? Natürlich. Ja. Und sucht sich eins aus. Und geht einfach irgendwo drauf und startet es. Und es läuft. Ohne Werbung. Noch. Dann gehen wir mal hier drauf. Es läuft. Gehen wir mal hier drauf. Es gibt Autos, die sind Und gut, es es gibt läuft. Autos, die sind schlecht. Es gibt manche. Werbung, was ist das? Ja, noch. Noch. Noch beschützt uns der hier vor diesem ganzen Werbedreck. Ja. Ist einfach der beste Mühlblock Origin. Also wer den noch nicht hat und von Werbung genervt ist, ladet euch dieses Add-on runter hier aus dem Chrome Web Store oder auch bei Firefox im Firefox Browser. Hier ist jetzt Firefox unter Add-ons and Themes. Erweiterungen. Ja, hier habe ich noch zusätzlich nur Skript, aber den braucht ihr jetzt vielleicht nicht unbedingt. Aber den Mühlblock Origin, der ist für YouTube einfach unerlässlich, weil sonst werdet ihr einfach nur von Werbung genervt und ich hasse Werbung. Ja, nur keine Ahnung, wie lange das noch gut geht, weil YouTube testet eine neue Technik gegen Werbeblocker. Und zwar serverseitig, so dass die verfluchte Werbung in dem Video, also drin eingebaut ist, in diesem Videostream. Also dass es kein Drumherum mehr gibt, das irgendwie so zu blocken, weil es wird halt in einer Einheit ausgestrahlt mit dem Video. Ja, wenn das kommt, dann wird es bestimmt sehr, sehr schwierig werden. Ja, jetzt kann ich natürlich auch noch nichts dazu sagen, aber ja, der ist einfach bis jetzt noch der beste. Mühlblock Origin, ABP und so, das ist, taugt alles nichts. Bis jetzt ist dieser hier einfach der beste. Um in Ruhe halt, ja, Fernsehen zu gucken ohne diese Dreckswerbung. Wie gesagt, Google verdient schon genug und hier Kanäle mit, was weiß ich, hier genug Abonnenten, die haben auch ihr Geld, kriegen auch ihr Geld, da wird keiner arm von. Mal schauen, wie lange das noch gut geht. Mit den einfach klicken und es läuft einfach drauf los. Tja, das wäre schon echt arm, wenn es dagegen gegen diese Werbeseuche keine Möglichkeit mehr gibt. Ja, heute ist der 22.06. Wo ist die Scheiße? Ja, mal gucken, wie lange es ab heute noch gut geht. Mit dem werbefreien Schauen. Bis dann.